Alles klar, eins mache ich noch. Und zwar Adler Mannheim gegen Nürnberg Ice Tigers. Ja, gut. Wir starten einfach mal so. Also von den Stärken her sind wir alle gleich auf und ich bin echt gespannt, wie ich gegen Nürnberg abschneiden werde. Bis gleich. Nun gut, es kann losgehen. So, jetzt kann ich aber leider nicht gerade antworten. Autsch! Das war aber fies. Ah! Es ist alles so geblieben, wie es war. Wir spielen nach wie vor auf Hardcore-Simulation und All-Star. Ach, den Check wollte ich gerade noch zu Ende fahren. Ich wusste nicht, dass ich den Puck schon hatte. Von daher. Sehr schöner Pass. Aber leider nichts draus geworden. Lauf, 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 schön. An. Also die Chancen sind mal wieder zu Genüge da. Und ich glaube, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es 1-0 für Mannheim steht. Ich wiederhole es nochmal. Für Mannheim. Und nicht für Nürnberg. Alter! Wo ist er? Da. Und Buch wie so. Jawohl, 1-0! Nein! Warum? So ein Cheat. Also Freunde, ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das Tor mitgekriegt habt oder nicht. Auf jeden Fall hat es Kai Hausfeld geschossen, wie ihr da unten sehen könnt. 10 Minuten 14 Sekunden noch im ersten Drittel. 1-0 für Mannheim und weiter geht's. Schade, kriegt man auch nicht mehr zu sehen. Tut mir echt leid. Und wieder erneuter Angriff.
Das ist eine Scheiße mit der Box, ey. Das geht mir total auf den Senkel. Oh, 6:0 Torschüsse für Mannheim. Das kann sich sehen lassen. Jetzt kriegen sie aber, glaube ich, den ersten. Und Hecht. Oh. Leicht verzogen. Danke. Oh, shit. Nein! So, damit haben sie die ersten zwei. Nix da, nix da, nix da, nix da, nix da! Okay, weiter geht's. 2 Minuten noch im ersten Drittel. Icing. Schauen wir mal, ob wir den nächsten Sieg rausfahren können. Was ja mittlerweile schon richtig peinlich ist. Aber ich glaube, Iserlohn macht es ja genauso, oder? 4, 3, 2. Ach, schade. Erster Drittel vorbei, es steht 1:0 für Mannheim. So, na, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Gut, ich würde sagen, auf geht's ins zweite Drittel. Und Jochen hält wieder am Bullypunkt und er verkackt. Aber nicht er verkackt, sondern ich verkacke. Meistens so. Go, 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 go! Adler behind, recoiling here. Between the blue lines. Ah, schade. Oh, der war ganz anders geplant. Aber ich hab ihn. Schade. Tja, Deutschland hat jetzt gerade eben auch gegen die Schweiz 1:0 verloren. Schade eigentlich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob... Es ist zum Kotzen. Also teilweise muss man da echt versuchen, ruhig zu bleiben. Weil das geht einen irgendwann tierisch auf den Senkel. So, zweite Drittel, 16:56 noch zu spielen. 1:0 für Mannheim. Weiter geht's. Only one goal hanging on the board so far. So it's 1-0. Dernberg's going to begin the quick road back. Ja, mach ein Eigentor, hab ich auch nichts dagegen. Springs a long pass ahead and it's on his stick. Wo ist er? Shit. 15:2 noch. Immer noch 1:0.
Habe ich zu spät realisiert, dass ich den Puck habe. Und wieder ab geht's nach vorne. Ja, so einfach geht das. Da liegt er auf dem Boden. Das ist meiner. Ach, komischerweise, bei mir ist das abseits. Aber wenn das die KI macht, nicht. Also sehr kurios. Okay, wieder nach vorne. Mit Plachter. Oh ja, Scheiß hat auch. Mist. Thurnberg's been stuck offensively for quite some time now. One of the reasons is he has not been able to put anything on the board. 10 von 10 Bullies gewonnen. Ja, weil EA die Bullies immer so scheiße schwer macht. Das ist total zum Kotzen. Spiel an sich ist geil, ohne Frage. Aber ich wollte gerade sagen schieß, aber der ist leider nicht rangekommen. Habt das denn bald? Ja, wenn keiner den Puck haben will, dann nehme ich ihn halt. Ganz easy einfach. Oh, Schlägerei, Jochen Hecht hier gegen Jason Jespers. Ja, ich glaube, diesmal kriege ich ein paar aufs Maul, oder? Ja, das sieht ganz danach aus. Ja. Shit. Gut, weiter geht's. Und King. Ach, so war der Pass doch nicht gedacht. Na gut, was machen wir denn? Ah, nicht gerade das, was ich meinte, aber schön war es trotzdem. Offside is called on the play. Adler Mannheim's been humming along offensively. Well, it's no wonder. Their player's been on such a significant point streak. So, ich schätze mal, das wird heute aber auch das letzte Spiel sein, was ich heute aufnehmen werde. Eigentlich wollte ich heute ja gar nicht aufgenommen haben, NHL. Aber da das ja bei euch so gut ankommt. So, zweite Drittel vorbei. Es steht nach wie vor 1-0 für Mannheim. Thank you.
Nun gut, weiter geht's, würde ich sagen. So, auf geht's ins letzte und entscheidende Drittel. Und es steht nach wie vor 1-0. Schauen wir mal, was wir noch daraus machen können. Im Moment hat ja Endras noch eine gute Position. Ach, scheiße, da sollte der nicht hin. Aber wir haben ihn noch. Oh, wir haben ihn immer noch. Ach, geblockt. Nein. Da. Shit. Shit. Ah. Ja, Mann. Ja. 2-0. Woo. Ronny Aren. So kann es weitergehen. Das freut mich. 13 Minuten, 30 Sekunden noch im letzten Drittel. Es steht mittlerweile 2-0 für Mannheim. Ah! Schade. Okay, okay. Was machen wir jetzt? Oh, hey, 3-0! Woohoo! Kai Hospel! Zweites Tor. Ja, so einfach geht das, Freunde. Und ganz ehrlich gesagt, ich spiele auf All-Star, ich spiele auf Hardcore-Simulation. Ich habe es euch gezeigt. Ich bin nicht einer, der irgendwie die Stufen runterschaltet. Ups, da ging in die Hose. Wäre schon fast das 4-0 gewesen. Lass mich in Ruhe. 5 Minuten noch. Er steht 3-0. Schön gehalten. What an unbelievable save. You can watch games for 3 Minuten 21 Sekunden noch im letzten Drittel, Freunde. Er steht mal wieder 3-0. Es ist mittlerweile ja schon peinlich. Nein, 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 nein! Oh,
und Plachter. Shit, den Puck habe ich verloren. Aber ich habe ihn wieder. Nein, 3-1, schade. Aber was hätte ich da machen sollen? Ja, das sind diese Abpraller-Tore. Da hat kaum Torhüter eine Chance. Aber egal, was soll's. Wir haben immer noch 2 Tore Vorsprung. Es sind nur noch 40 Sekunden oder so zu spielen. Und ich glaube wohl kaum, dass Nürnberg das doch jetzt schafft. Na bitte, 4-1. Ach, er schon wieder. Aber wenn das so einfach ist, mit Mannern die Tore zu schießen, spiele ich ab sofort nur noch mit Mannern. Na, Alter. Oh ja, 4-1 gewonnen. Der nächste Dreier im Sack. Kriege ich jetzt endlich mal einen Gegner, den ich auch wirklich Gegner nennen kann? Oder kriege ich alles nur Opfer? Waren schöne Tore dabei. Auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was die Tabelle sagt. So, die 3 Stars. Kai Hospel 2 Tore 0 Assists, Ronny Ahren 1 Tore 0 Assists und Matthias Plachter 0 Tore 2 Assists. Jetzt kann ich die Namen wenigstens auch aussprechen. Die sind ja nicht schwer. So. Beenden. Warum werde ich eigentlich nicht gefragt, ob ich den Sieg posten möchte? Keine Ahnung. Vielleicht bin ich nicht mit dem Internet verbunden? Eigentlich doch. Naja, nicht schlimm. Komm, mach hin. Danke. So, das nächste Spiel ist gegen Straubingen. Oder Straubing, so. Und die Statistiken sagen was? Hamburg 1, Mannheim 2, Iserlohn 3, Straubing 4, Köln 5, Augsburg 6, Ingolstadt 7, Krefeld 8, Berlin 9, Nürnberg 10, Düsseldorf 11. Oh nein! Nicht gut, gar nicht gut. 8 Spiele, 2 Siege, 5 Niederlagen. Alter Schwede, das kommt ja überhaupt nicht gut. München 12, Wolfsburg 13 und weit abgeschlagen. Schwenningen auf Platz 14. 7 Spiele, 0 Siege, 7 Niederlagen. Herzlichen Glühstrumpf. Ich weiß, ich sage es immer wieder, aber egal. Gut, dann noch einen schönen Dienstag, Nachmittag. Macht was draus. Bis dann. Tschüss.